Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Daily. Ihr seht, wir haben ein bisschen den anderen Schrank heute im Hintergrund. Bommel seht ihr nicht, der liegt da unten. Aber den seht ihr nicht. Ja, ich wollte euch ja... Ich habe mir meine Reinigung ins Gesicht getrieben. Sehe euch gar nicht. Ich habe ganz verlaufene Augen. Okay, also ich wollte euch auch mal anderen Content wieder bieten. Nicht nur wickeln. Gut, wir gehen nachher auch in eine Werkstatt und wickeln wieder. Also von daher ja, wird es nicht so viel anderer Content. Aber wir gucken uns heute nicht eure Bestellungen an. Ihr wisst, irgendwie habe ich diese Woche so einen Wechsel. Ne? Bestellungen angucken, wickeln und sowas. Ne? Ich habe heute was zu liegen, womit ich eigentlich erst im Urlaub anfangen wollte, aber da ja die liebe Julia mir so viel Garne zur Verfügung gestellt hat, habe ich gedacht, wir machen das heute, wir starten heute schon passend, weil letzte Woche Donnerstag meine Socken online gekommen sind und da ja anscheinend noch ein paar Fragen bezüglich der Anleitung sind, habe ich gedacht, wir häkeln die einmal zusammen. Kann ich das Video euch auch richtig zeigen? Nein, wir wollen keine Musik. Also wenn ihr auf Videos geht, öffentliche Videos, bitte, danke, dann ist die Socke die 185 ja, als Video. Das ist der andere Kanal, ne? Falls den jetzt jemand noch nicht so kennt. Das ist mein Zweitkanal und da häkeln wir immer meistens ganz viel zusammen. Heute ist zum Beispiel Video 186 hochgekommen. Dann habt ihr auch eine kleine Einordnung wieder, was heute für ein Tag ist. Heute ist hart Donnerstag. ja. Ich arbeite aktuell gerade an ganz vielen Videoprojekten für den anderen Kanal, aber unter anderem gerade an, hab ich den Riesenschlinge, okay, an ein Oberteil wieder. Ja, das Oberteil kennt ihr ja, das haben wir schon mal zusammen angeschlagen. Das war ja dieses hier. Und da möchte ich jetzt nachher auch endlich mal einen Träger hinten dran bringen, weil ja, so sieht das aus. Ich möchte gerne hinten Träger haben. Das Ding ist, so wie das hier ist, wirkt das hier nicht zu 100%. Ich möchte einfach nur einen Bikini-Top machen. Das heißt, dass ich die ersten drei Reihen hier oder so häkeln werde. Und dann ist gut. Oder ein bisschen mehr. Wir gucken mal. Es wird hinten nicht geschlossen, hinten zum Schnüren, weil es wird halt ein Bikini-Oberteil. Ja, ich weiß, dass denn immer viele auf meinem Kanal, auf den anderen schreien. Oh Gott, das ist ja was für junge Mädchen und gar nichts für meine Figur. Aber ja, ich möchte auch junge Leute ansprechen. Ich weiß, dass die Videos kaum geklickt werden, wenn ich so Oberteile mache oder so. Ja, so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So moderne Sachen, ne? Fancy Sachen, wird das eben nicht so angeklickt wie Tücher. Das ist mir schon klar. Deswegen versuche ich auch immer ganz viele Tücher zu machen, damit ich ein bisschen Klicks und Reichweite kriege. Aber ja, ich möchte halt auch schöne, moderne Sachen machen. Also gibt es jetzt mal ein Bikini-Oberteil. Und zwar werde ich hier aber so ein Cup reinkleben. Ich werde es reinkleben. Ja, und machen tue ich das jetzt erstmal aus Valentin Meliert. So sieht das aus. Das ist jetzt ein 100 Meter Knäuel gewesen. Das ist jetzt aus 100 Metern bis jetzt entstanden. Schon eine Schnürung hier oben. Ja. Jawohl. Das wird eine Videoanleitung. Ja. Ich habe mir aber für heute auch noch vorgesucht von Wolpedia. Das haben wir zusammen ausgepackt. Das war ein Tauschpaket. Und ja, wir müssen das Tauschpaket für die Julia dann jetzt auch langsam fertig machen. Da liegt die Bestellung noch bei der Post, die hole ich heute ab und dann machen wir am Wochenende die das Video, also zwei Videos für die liebe Julia fertig. Mhm. Ja, aber wir fangen heute an mit den
Garn, hier den Modal. Es ist ein Sockengarn, was sie mir gewickelt hat in den Farben Grün. Sämtliche Grüntöne. Ich habe mich jetzt für das Knäuel, das ist das größere Knäuel mit den 360 Metern entschieden, damit ich daraus die Hexagonsocke machen kann. So sieht das aus. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Ich werde jetzt ein Hexagon aus der Mitte heraus häkeln. Oder ich fange jetzt außen an, das weiß ich jetzt noch nicht, weil sonst ist das Knäuel so blöd. Also ich werde ein Hexagon auf jeden Fall aus der Mitte anfangen, weil ihr seht, das ist derselbe Farbton wie auch hier. Und dann werde ich das zweite Hexagon von außen, ich weiß jetzt noch nicht, welches ich jetzt wie mache, aber jedenfalls eins von innen, eins von außen, so dass ich die Hexagons habe und den Rest dann gucke, wie ich mit der Spitze weiter verfahre von innen und von außen und nachher das Bündchen auch von innen nach außen, so dass zwei Socken da irgendwie entstehen, die relativ gleich aussehen für John. Ja, ich habe mir eine 2,5er Häkelnadel dafür zurechtgelegt. Das sind meine Häkelnadeln, das erkennt ihr an den silbernen Kopf. Ja, weil ich habe ja meine Tulipnadeln umgegossen und so sehen die dann aus. Und deswegen, ich habe halt verschiedene Größen. Ne? Dafür hat aber auch John die alten Förmchen benutzt, die dann schon ein bisschen blasser waren. Aber ich sag mal, mit Öl glänzt das trotzdem richtig schön, mein Nadelchen. Wichtiger Hinweis: Nadeln nicht in der Sonne liegen lassen, besonders nicht im Auto. Da kann das Ganze weich werden und dann einfach am kühlen Ort wieder aushärten lassen und dann könnt ihr damit auch wieder weiter häkeln. Mal darauf achten, dass das gerade aushärtet und nicht unbedingt schräg. Ja. Also beim Häkeln tatsächlich passiert nichts. Wir haben das nochmal in der Videobeschreibung mit reingenommen, dass das sein kann, dass die Häkelnadel beim vielen Häkeln weich wird, aber das ich häkle die ganze Zeit mit den Nadeln, da wird nichts weich und da verbiegt sich auch nichts, also das funktioniert alles bestens, ne? Ja, und ja, helle Nadeln, ihr wollt weiße, rosane Blümchennadeln ganz viel haben, meistens in der 3,5. Ich werde mich darum kümmern, dass es jetzt relativ viele helle Nadeln gibt, obwohl ich liebe dieses bunte Einfärben, ne? Das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß und sieht auch sehr, sehr lustig aus, finde ich. Aber ja, wahrscheinlich liegt es daran, die lassen sich halt auch blöd fotografieren. Ne? Die sehen in Natura, sehen die immer besser aus als auf dem Foto. Sie lassen sich ganz, ganz schwer einfangen. Ja, man könnte das jetzt mit einem Video lösen, aber wer hat denn jetzt noch Lust, bei so viel, was wir machen und anbieten, da jetzt noch zusätzlich noch Videos für Etsy zu machen, damit das, also da bin ich froh, wenn ich Fotos mache. Und ja, ich habe schon überlegt, ob ich so eine Fotobox hole, aber damit funktioniert es wahrscheinlich auch nicht so gut, weil ich habe ja die Tageslichtleuchte, die von oben drauf strahlt und wenn es die nicht bringt, was soll das, ne? Ja, gut. Wir fangen einmal an zu häkeln. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.
forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Das Ganze, was wir hier sehen, das wiederhole ich 10 Mal, also ich mache 10 Runden und dann lege ich die Socke so hier vor mir hin. Das ist unterm Fuß. Nehmen wir das da rein. Also das ist unterm Fuß und das ist hinten am Bein. Ne? Und das hier ist ja dann quasi auf dem Fuß. Wir wollen, dass diese Anfangsspirale, die hier ist, die wollen wir auf dem Fuß haben. Ich habe immer noch einen Denkfehler. Ich hatte einen Kommentar unter dem Video, dass das hier quasi die... Aber ich krieg's gar nicht hin. Wie kann das... Also ich hab ein Problem mit räumlichem Denken, ne? Also mir fällt da die Vorstellung ein bisschen schwer. Aber wie kriege ich das jetzt? Weil da ist doch immer, die Ecke ist doch immer da. Also wie kriege ich das jetzt hin, dass das die Ferse ist? Nee, es ist immer der... Das soll außen sein. Ich bin zu blöd, das geht nicht. Leute, das geht nicht. Also ich habe sie ja gefragt, ob sie mir ein Bild schicken kann und keine Ahnung. Ich bin dafür zu blöd. Also wenn ich das falte, dann sieht das bei mir so aus und dann ist das hier ja der Punkt, wo vom Fuß der Knick ist. Ne? Also es ist nicht die Ferse und es geht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das hinkriegt, dass das die Ferse ist. Weil das hier ist doch der Punkt übrigens, der von der Ferse bis hoch zu diesem, wie nennt man das? Ich will jetzt nicht schon wieder meinen Fuß in der Kamera halten. Wie heißt denn das Ding hier? Also von der Ferse bis hoch zu diesem, zu dieser Beuge, Knick, wie auch immer, vom Fuß. Das ist eure Zentimeterangabe, die ihr häkeln müsst. Also das könnt ihr euch auch ausmerzen von eurem Fuß und das müsst ihr häkeln. Und bei mir, ich laufe jetzt mit 10 Reihen relativ gut, passt schon, passt mir. Na gut, wir haben beide Größe 40, ne? Macht jetzt nicht den großen Unterschied. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das nach unten zur Ferse kriegen soll. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ich denke mal, diese Videos wirst du nicht schauen. Ich weiß es nicht. Also ich habe es jetzt ausprobiert. Ich weiß nicht, was du da falsch gemacht hast, dass das da unten, dass da an der Ferse ist. Keine Ahnung. Ich krieg's auf jeden Fall nicht hin. Weil für mich, wahrscheinlich ist für mich das logisch, dass man es so faltet und hier unterm Fuß und an der Seite vom Fuß, also hinten vom Bein, das zunäht, ne? Okay, so, ich gehe mal ein bisschen wickeln. Bis später. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be.
lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this been the ending? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Bin ich wieder. Ich war eben am Briefkasten und ich möchte mein Daily heute mit einem Brief von euch spenden. Ich habe Post bekommen von der Brunhilde und ja, es ist ein ganz langer Brief für mich hier drin. Den muss ich gleich noch ganz in Ruhe auf dem Balkon mit einem Käffchen durchlesen. Also ein Kaffee, vielleicht ein Tee, keine Ahnung. Jedenfalls setze ich mich auf den Balkon und lese ihn mir schön durch, da freue ich mich. Aber da war auch noch eine kleine Überraschung mit drin. Und die schaut so hier aus. Kleine Schmetterlinge. Ich habe jetzt den Brief noch nicht durchgelesen, deswegen weiß ich nicht, ob sie die selber gemacht hat. Aber die sind ultra süß, oder? Und das sind so Spängchen. Die kann man dann halt... ja, ich habe wieder nichts hier, ne? Außer meine Kuhn. Einmal festmachen und dann hat man süße Schmetterlinge. Ja.
Also ich suche dafür auf jeden Fall noch schöne Plätze. Ich könnte mir das auch im Podcast-Hintergrund sehr gut vorstellen. Irgendwo immer so dran gemacht. Aber da habt ihr sie gesehen. Die Schmetterlinge. Ja. Okay, ihr Lieben. Damit würde ich die Daily dann an dieser Stelle für heute beenden. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zu der Hexagonjacke, Socke. Wenn jemand nicht so einen Denkfehler hat wie ich und weiß, wie man das anders zusammensetzt, dann sagt mir mal Bescheid, weil ich habe es nicht hingekriegt. Und damit kann ich auch unter den Kommentaren nicht so wirklich helfen, weil ich nicht weiß, was da schiefgelaufen ist. Also wenn ihr immer Fragen oder irgendwas habt, dann wäre es immer günstig, wenn ihr das mit Bildern macht, weil ansonsten kann ich euch da immer relativ schwierig nur helfen. Ja, gut. Das Video hat euch gefallen, ich hoffe. Ansonsten sehen wir uns morgen auf jeden Fall bestimmt wieder. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Scheibenkleister. Ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, bis morgen. Ciao, ciao.